Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Wir stehen hier bei Hermann. In der letzten Folge haben wir ja den Terroristen, den Touristen geholfen, Herr Campbell aus Firkhof wegzujagen. Und danach hatte sich Hermann bei uns gemeldet, dass wir doch bitte zum Jorvik-Stall kommen sollen. Er hätte Informationen für uns. Und ja, er hat dann angefangen, von einer geheimnisvollen Frau X zu reden und von einer Organisation Chill, die wohl etwas gegen die GED vorgehen möchte, unternehmen möchte. Und ja, das werden die Quests sein, die Epona freischalten. Und ich freue mich darauf und wir machen jetzt direkt weiter. Lass mich erklären. Vor ein paar Tagen erhielt ich einen Brief von Frau X. Darin schrieb sie, dass der GED-Bericht ihren eigenen Verdacht, dass sie etwas in der Erntefeldprovinz suchen, bestätigt hat. Mehr will sie aus Sicherheitsgründen in diesem Brief nicht erzählen. Gott. Aber sie versprach, wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht treffen, wird sie mehr erzählen. Sie ist sich sicher, dass wir die GED dann gemeinsam ein für alle Mal stoppen können. Das sind genau die Neuigkeiten, die wir brauchen, Tilda. Ich muss sie so schnell wie möglich treffen. Aber sie stellt zwei Bedingungen. Ich muss sie alleine treffen und darf niemanden verraten, nicht einmal dir, Tilda. Wo? Das Problem ist nur, dorthin zu kommen, da der Treffpunkt in Epona ist. Weißt du, wo das liegt? Genau. Es ist das Gebiet, welches auf der anderen Seite der Tore vom Grüntal liegt. Leider gibt es nur einen Weg dorthin, welcher über das Grundstück von Li Jian führt. Die Tore sind schon seit einigen Jahren verschlossen. Ich weiß also nicht, wie man diese passieren könnte. Jian ist ein alter Freund von mir. Er würde uns helfen, wo er nur kann. Aber ich kann nicht mit ihm sprechen, wenn ich nicht an den Toren vorbei kann. Oder wir besser gesagt, ich kann das nicht alleine machen. Ich brauche Hilfe. Es wird eine gefährliche Reise und nichts, was ein alter Mann wie ich alleine bewältigen könnte. Meine Frage lautet also, ob du mir nach Epona folgst, Tilda? Irgendwie diese feierliche Musik gerade im Hintergrund passt so gar nicht dazu. Ja, ich folge dir nach Epona, Hermann. Toll. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Ich habe Frau X versprochen, dass ich den Treffpunkt nicht verrate. Aber bis dorthin reisen wir zusammen. Klingt das gut? Wunderbar. Ich habe nämlich eine Idee und werde sie dir verraten. Aber jetzt sollte der Tee fertig sein. Könntest du uns jeweils ein Tässchen holen? Ja. Danke für den Tee, Tilda. Also, meine Idee ist folgende. Hör gut zu. Es gibt einen geheimen Pfad, welcher über das Krautorgebirge führt. Nicht viele wissen davon, aber er wurde im Laufe der Geschichte von Soldaten, Flüchtlingen und Schmugglern genutzt. Wenn ich nur wüsste, wo er ist, können wir ihn nutzen, um nach Epona zu gelangen. Was hältst du von diesem Plan, Tilda? Du fragst dich, wie wir herausfinden können, wo der Pfad ist? Das wird nicht ganz einfach, aber mit etwas Hilfe von unseren Freunden sollte es gehen. Weißt du, zwei der Familien hier aus der Gegend kennen die Geheimnisse dieses Pfades. Wir brauchen ihre Hilfe. Wenn es jemanden gibt, der sie dazu bringt, uns zu helfen, dann bist du das, Tilda. Ich bereite unsere Reise vor und versuche alle Informationen, die ich über Epona kriegen kann, zu sammeln, sodass du währenddessen herausfinden kannst, wo sich der Pfad befindet. Klingt das gut? Ja, klingt fair. Die Wächter des Geheimpfades. Familie Goldspur ist eine der zwei Familien, die Geheimnisse des Geheimpfades des Krautaugebirges hüten. Familie Goldspur weiß, wo der Pfad beginnt. Ohne dieses Wissen kommen wir nicht weit. Ach, guck mal, die schulden uns eh noch was. Wir haben so viel für die getan. Ich sprich mit Jakob Goldspur und erkläre ihm die Situation. Er kann etwas misstrauisch sein, aber wenn er glaubt, dir vertrauen zu können, erzählt er dir sicher mehr. Okay, das machen wir jetzt zuerst. Puh. Moment, das Müll. Den hole ich noch mit. Aber oh, es geht los. Es geht los. Es geht nach Epona. Wuhu. Ich freue mich. Dann auf zu den Goldspurs. Mal gucken, ob Jakob uns vertraut. Aber eigentlich schon. Ich meine, wir haben ihm ja echt geholfen in der vergangenen Zeit. Ich bin mal gespannt. Oh, das wird so toll. Das wird so toll. Epona. Ich freue mich so. Vor allem, weil wir dann endlich mal wieder mit der Story-Quest weitermachen können. Ich weiß, dass wir im Laufe der Story-Quest nach Epona müssen irgendwann. Und wir kommen an einem bestimmten Punkt nicht weiter, wenn wir nicht
Ja, wenn wir Epona halt nicht freigeschaltet haben. Und deswegen wollte ich jetzt erst Epona freischalten, damit wir da einfach weitermachen können mit der Story-Quest. Eine ganze Weile lang. So. Hallo Jakob. Hey du, wie kann ich dir helfen? Du willst den Geheimpfad über das Krauthaugebirge finden? Wieso glaubst du, dass ein alter Mann wie ich etwas darüber weiß? Komm, ihr wisst doch immer alles. Du willst also, dass ich dir vom Anfang des geheimen Pfades erzähle? Okay, ich erzähle es dir. Aber ich bin mir nicht sicher, ob dir gefallen wird, was ich zu erzählen habe. Es fing alles mit der Idee meines Vaters an. Der Anfang des geheimen Pfades war aufgeschrieben auf Papier, aber das war ihm nicht sicher genug. Er kannte einen Druiden in Raydale. Mit seiner Hilfe konstruierte er eine bessere Lösung, einen magischen Kompass. Der Kompass zeigt, wo der Anfang des geheimen Pfades liegt, aber nur, wenn man die geheime Phrase zum Aktivieren der Magie der alten Steine, die den Weg weisen, kennt. Sehr schlau und etwas sicherer als ein Stück Papier. Die geheime Phrase wird allen in der Familie schon als Kind beigebracht, aber der Kompass wird stets vom Ältesten in der Familie bewacht. Und jetzt bin ich derjenige, der ihn hat. Leider ist der Kompass jedoch weg, oder nicht weg, aber man kommt zurzeit leider nicht an ihn heran. Warum man nicht an ihn herankommt? Darüber will ich lieber nicht sprechen. Sei nicht sauer, Tilda. Okay, ich erzähl's dir, aber versprich mir nicht zu lachen. Das kann ich dir nicht versprechen. Hannibal und Alexander durften ihn sich vor ein paar Wochen von mir ausleihen. Ich dachte, sie wollten ihn nur etwas betrachten. Aber sie führten etwas anderes im Schilde. Ich hätte wissen sollen, dass es eine schlechte Idee war. Ja, es ist eine sehr schlechte Idee, ein Familienerbstück, das ja ziemlich wertvoll ist und auch noch magisch ist, zwei kleinen Kindern in die Hand zu geben, die nichts als Unsinn im Kopf haben. Sie haben ihn versteckt und dachten, es wäre lustig, wenn ich ihn suchen würde. Lustig, ja. Aber bevor ich ihn finden konnte, rief Idun uns zum Abendessen und ließ nicht auf sich warten. Also liefen sie heim und vergaßen natürlich sofort, wo er versteckt ist. Ich habe gesucht und gesucht, aber er ist weg. Sie müssen den Kompass teuflisch gut versteckt haben. Für meinen Geschmack ganz klar zu gut versteckt. Und da seit Ewigkeiten niemand mehr wissen wollte, wo sich der geheime Pfad beginnt, war ich der Meinung, genug Zeit zum Suchen zu haben. Vielleicht hast du mehr Glück als ich. Frag die Zwillinge, ob sie sich nicht erinnern, wo sie den Kompass versteckt haben. Möglicherweise erinnern sie sich an irgendetwas. Okay, dann nehmen wir uns mal die Zwillinge vor. Ja, also, geht ja nicht mal an hier. Das gibt Ärger. Hallo, guten Tag. Ich renne mal kurz hier rum. Danke. Diese Kinder. Hannibal? Willst du mit uns spielen, Tilda? Bitte. Kompass? Großvaters alter Kompass? Den haben wir super gut versteckt, den wirst du niemals finden. Böse Kinder. Der Kompass ist super gut versteckt, wir verraten dir nicht, wo er ist. Aber wir haben große Lust auf etwas Süßes. Vielleicht erzählen wir dir mehr, wenn wir etwas Süßes bekommen. Aber sag Mama nichts, sonst wird sie sehr wütend. Wo du Süßigkeiten finden kannst? Unser Papa Agnes hat eigentlich schon immer Süßes bei sich. Vielleicht bekommst du etwas von ihm? Sonst können wir vergessen, wo der Kompass ist. Das ist Erpressung. Zuh. Hallo Tilda, wie kann ich dir helfen? Süßes für die Zwillinge? Nee, du, die essen viel zu viele Süßigkeiten. Das Letzte, was sie brauchen, ist mehr Zucker. Ja, du, wir haben da mal ein Problem. Warum willst du denn den Zwillingen Süßigkeiten geben, Tilda? Du weißt doch, dass das nicht gut für sie ist. Du musst ihnen das geben, damit sie dir bei einer wichtigen Sache helfen, sagst du? Erpressung? Haha, wenn sie Süßes wollen, sollen sie es kriegen. Speziell angerichtete Angus-Süßigkeiten. Tilda, auf unseren Feldern hier wächst Cheesepulverpfeffer. Eine sehr, sehr scharfe Pflanze. Sie ist absolut harmlos und perfekt, um langweiligen Essen etwas Schwung zu verleihen. Aber natürlich keine wirkliche Süßigkeit. Ich muss mal kurz was trinken. Mein Hals ist irgendwie tot. Sammel eine Handvoll Cheesepulverpfeffer, damit die Zwillinge die Süßigkeit ihres Lebens so schnell nicht mehr vergessen werden. Oh, ich mag, wie du denkst. Aber ist das nicht ein bisschen gemein? Obwohl Hannibal und Alexander sind sehr oft gemein. Ich glaube, es ist ja keine Bestrafung, nur es wird ihnen eine Lehre sein, keine Leute mehr wegen Süßigkeiten zu erpressen.
Obwohl ich ehrlich gesagt genauso handeln würde. Obwohl, ich würde dann wahrscheinlich eher sagen, ja, okay, gegen eine Portion Pommes verrate ich es dir. Ich liebe Pommes. Ich liebe Pommes wirklich. Vielleicht kriege ich ja von meinem Schatzi heute Pommes. Ich habe auch nicht so einen tollen Tag. Vielleicht bringt er mir Pommes mit. Das wäre schön. Sehr gut. Jetzt können wir Schießpulver-Süßigkeiten machen. Also dann, hier haben wir zwei in Schießpulverpfeffer getunkte Lollis. Das wird den Zwillingen sicher eine Lehre sein. Sag ihnen, dass wenn sie dir nicht helfen wollen, alle Süßigkeiten in Ku Zukunft sehr gut gewürzt sein werden. Oha, das ist fies. Das ist fies. Lollis, toll, her damit. Lecker. Njam, njam, njam. Oh, das brennt. Sehr. Sehr. Wasser, ich brauche Wasser. Schnell, Tilda, gib mir Wasser. Ich verspreche dir zu sagen, wo der Kompass ist, wenn ich Wasser bekomme. Ah, oh, Durst. Nimm den Eimer, füll ihn mit der Pumpe da drüben. Schnell, mein Mund verbrennt. Ja, hast du Pech gehabt, Kind. Wo ist denn hier? Achso, da ist die Pumpe. Wasser für die Zwillinge, Wasser für die Zwillinge. Kluck, kluck. Kluck, 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 kluck. Ah, besser. Also bei Schafen hilft Wasser nicht so gut. Da hilft lieber Milch oder eine Scheibe Brot. Wasser verschlimmert es unter anderem nur noch. Das war nicht schön, Tilde, aber diesmal hast du gewonnen. Eigentlich war es ganz lustig. Wir hätten nicht gedacht, dass man so viel Spaß mit etwas Pfeffer haben kann. Ha, jetzt werden wir Opa beim nächsten Abendessen noch hereinlegen. Okay, sie haben also nichts daraus gelernt. Ha. Der Kompass? Keine Ahnung, wo der ist. Wir haben ihn super gut irgendwo auf der Farm versteckt. So gut, dass wir es selbst nicht mehr wissen. Ob ich mich an gar nichts erinnere? Irgendwo hoch oben, glaube ich. Ich weiß, in einem der Silos. Aber den musst du selber suchen. Wir müssen jetzt Schießpulverpfeffer sammeln. Danke, Papa, für den Tipp. Bis dann, Tilda. Uha. Das ist echt gemein von euch. Kinder. Deswegen mache ich jetzt erstmal ein Foto von euch. Okay, wie viele Silos gibt es denn hier? Hier ist ein Silo, aber ich glaube, unten auf der Farm ist auch noch eins. Ja, dann machen wir gerade das hier oben. Ich meine, wir sind ja jetzt schon hier. Oh, mein Gott. Hallo, ist hier was? Du hast nichts Interessantes gefunden. Okay. Hochklettern können wir hier nicht. Ja doch, müssten wir eigentlich. Achso, da ist ein Seil. Okay, ich habe das nicht gesehen. Entschuldigt, ich bin manchmal etwas blind. Aber zu meiner Verteidigung, ich habe auch echt mies geschlafen. Okay, hier in dem Silo ist schon mal nichts. Ist ein bisschen doof. Okay. Dann gucken wir mal unten in dem Silo. Kann ja da nur noch unten sein. Außer die Zwillinge haben es doch irgendwo anders versteckt. Oh, ich sehe gerade schon, wir nehmen schon 15 Minuten auf. Egal. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch den Kompass suchen. So viel Zeit muss sein. Morning Championat. Ja, da muss ich heute auch noch dran teilnehmen. Beziehungsweise an den Champions generell. Und ich brauche wieder Stallhilfe. So. Ich glaube, ich habe mich das letzte Mal bei Mackenzie noch darüber beschwert, warum es hier überhaupt die Silos gibt. Da klettert man ja eh nie rein. Ja. Jetzt weiß ich es wieder. Nö, nichts gefunden. So,
Aber hier oben muss es ja dann irgendwo sein. Nö. Das ist jetzt der letzte Punkt. Haben wir ihn gefunden? Tatsächlich. Natürlich war der am letzten Punkt. Warum bin ich nicht direkt runtergeritten? Aber gut. Darf ich mal anmerken, dass ich niemals dieses Seil hochgekommen wäre? Runter ja, aber hoch wäre ich niemals dieses Seil gekommen. Nicht mit diesem Körper. So, wir haben den Kompass. Hast du den Kompass gefunden, Tilda? Wie schön. Wo haben die Zwillinge ihn versteckt? Oben auf dem Silo? Diese Rabauken wissen ganz genau, dass Kinder dort absolut nichts zu verloren haben. Ich werde ein ernstes Wörtchen mit den beiden reden müssen. Aber erst zeige ich dir, wie der Kompass funktioniert. Ja, aber wie der Kompass funktioniert, werden wir erst in der nächsten Folge herausfinden, weil das sonst jetzt tatsächlich die Folge überschreiten würde und das muss ja nicht sein. Außerdem haben wir so viel mehr davon und ich kann jetzt in aller Ruhe ein paar Folgen aufnehmen. Schön, diese Questblockerei bei der Gretchen-Quest hat mich so genervt. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!